Kaliningrad-Domizil analysiert Meldungen russischer föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland, zur allgemeinen Information, insbesondere für deutsche Bürger, die sich in Russland aufhalten. 647.849 Erkrankungsfälle sind in Russland insgesamt registriert. Dies sind 6.693 mehr als am Vortag. 9.220 Genesungen gab es am Berichtstag. Somit erhöht sich die Anzahl der Genesungen auf insgesamt 412.650. Es verbleiben noch 225.879 Aktivfälle zur Behandlung in medizinischen Einrichtungen. 9.320 Sterbefälle sind in Russland für den Gesamtzeitraum zu beklagen. 154 Patienten starben am Berichtstag. 19,5 Millionen Virusteste wurden durchgeführt, somit 200.000 am Berichtstag. Dies entspricht einem getesteten Bevölkerungsanteil von 13%. Schwerpunkt der Coronavirus-Erkrankung ist der Großraum Moskau mit 279.168 Erkrankten. Weiterhin befinden sich in der Top-5-Gruppe der Großraum St. Petersburg mit 28.627, die Region Nischni-Nowgorod mit 17.481, das Gebiet Sverdlovsk mit 12.792 und das Gebiet Rostov am Don mit 9.611 Erkrankten. 2.446 Erkrankungsfälle sind im Kaliningrader Gebiet insgesamt registriert, 10 mehr als am Vortag. 76 Patienten konnten am Berichtstag aus den medizinischen Einrichtungen entlassen werden. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Genesenen auf 1.485 Personen. Am Berichtstag meldet das regionale Informationszentrum keinen Todesfall. Insgesamt hat Kaliningrad 38 Sterbefälle zu beklagen. Kaliningrad befindet sich gegenwärtig in der zweiten Etappe der Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens.